Hallo Freunde, euer Sam wieder hier mit Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix im 2.5 HD Mix auf der PlayStation 3. Das wissen wir alle mittlerweile. Ich sag's trotzdem immer wieder. Es gibt immer wieder Leute, die neu dazu schalten. Ich muss es an jedem Part am Anfang sagen, aber dafür bin ich dann auch wieder zu faul. Letztes Mal haben wir den Zwergenwald abgeschlossen, ja, bei dem wir mehr oder weniger Informationsreiches über den Verbleib von Meister Xehanort herausgefunden haben. Wir haben uns an den Spiegel. Da Terra das aber auch nicht großartig verstanden hat, hat sich überlegt, er kann ja mal ihren Cid direkt befragen, und ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Miki und Mikis Schlüsselschwert. Ist Miki in der Folge Ventus damals zur Hilfe gekommen? Der mystische Turm, wirklich sehr mystisch. Ich könnte wetten, dass wir. Na, genau, hier draußen noch ein paar Truhen finden. Und unversehrte sogar. Das ist cool. Haben das letzte Mal nicht viele Level gefehlt. Sag ich ja. Wir haben hier in diesem Part sogar noch ein Level abbekommen. Muss man sich mal überlegen. Wir sind Stufe 11 mit Terra. Wenn es in dem Tempo weitergeht, sind wir gegen innen fast überlevelt. Naja, zum Glück auch nur fast. Weil so einfach sind die Gegner dann gegen Ende auch nicht mehr. Weil, so ehrlich gesagt, wir haben auch schon echt starke Kommandos und. Das ist cool, die haben einmal wieder geschenkt bekommen. Ich kann ja mal kurz nachgucken. Wir haben auf jeden Fall ein neues Schlüsselschwert auch bekommen. Der hat sogar mal bessere Magie. Den kann ich sogar mal benutzen, weil das die Angriffspunkte nicht mindert. Heilkunde schon zweimal. Achso, dann haben wir hier einmal Erhellung. Und Immunität. Und viel. Da haben wir an coolen Sachen nicht dazu bekommen. Ah, Feuersbrunst ist ja jetzt gerade neu. Berichte sind mir zu viele Spielhilfe. Oh, Feuer ist zweimal aufgelevelt. Okay, was machen wir denn dafür? Eigentlich würde ich da nochmal Vita reinholen, damit das auch gelevelt wird, aber dann habe ich ja nur, Tatsache, habe ich nur Vita-Dinger drin. Aber das wäre ein bisschen viel. Wobei wir fusionieren ja jetzt gleich eigentlich auch. Das wäre nicht mehr so schlimm, weil dann würde ich ein Vita wieder. Na, so schnell geht es jetzt aber nicht. Würde ich ein Vita wieder rauspacken? Oh nein, was kommt da wohl raus? Jetzt weiß ich gerade nicht. Zeitkristall haben wir noch nicht. Luna haben wir aber ein paar Mal. Vitalität. Verschafft uns was? Ja, weiß es noch? Ja. Wir können ja nachgucken. Wer es nicht mehr weiß, Fertigkeiten. Vitalität besorgt uns mehr LP. Zwar nur etwas, aber hey, kann was ausmachen.
Und nochmal ein Vita. Oh, ja, ja, ja. Danach haben wir ja fast genug Vita für alles, was ich vorhab. Das ist eine fette Karte, na? Ich wollte eine fette Truhe sagen, aber ich habe den Inhalt vorweggenommen. Ne, eine Magieformel. Hier wird man immer so getäuscht. Das habe ich, glaube ich, schon. Ich glaube, ich bin schon mit Ventus darauf reingefallen. Master Yensid. My name is Terra. Yes, Ericus's pupil. I've been expecting you. It is the Unversed. Yes, Master Yensid. I thought it best to seek the counsel of one wiser than myself. I am no longer a master. I doffed that mantle. Aber warum? But sir, wasn't that your pupil I passed on the way in? He had a keyblade. You refer to Mickey. He too sought guidance here. As a king, he is good and kind. But the weight of a crown has not cured him of impetuousness. He has left with an object whose power he does not understand nor know how to control. Mickey imagines my star shard will be of help in his current quest. And like you, he is eager to use his keyblade to set things right. I'm not sure I even understand what's wrong. Master Xehanort is missing. And now I've learned there's a masked boy who is controlling those unversed on the loose. To arrive at the truth, perhaps you should approach things differently. First, consider them one and the same problem. Master Xehanort and the unversed are connected somehow? I must not make assumptions. Find Xehanort, Terra. That is where you should begin. Yes, sir. Und da wir gesehen haben, dass... Oh, die sind jetzt noch nicht vorbei. Entschuldigung. I had hoped, Xehanort, your heart would no longer lead you astray. Kann ich jetzt? Da wir allerdings schon gesehen haben, nicht nur durch Ventus, dass mein Saxon halt irgendwas mit diesem maskierten Jungen zu tun hat. Ach Mann, verarsch mich doch nicht. Hängen die definitiv zusammen. Gut, ich hab's noch über die Bühne gebracht. Ah. Master Xehanort! Terra! Come see me at once! Suche nach Wahrheit. Also wenn ich jetzt im Turm keine 100% habe, dann... Oh, den Ort kennen wir. Also wenn ich da jetzt Truhen schätze, keine 100% habe, dann habe ich da irgendwas... Ja, 100%. Ich wollte sagen, dann habe ich da irgendwas übersehen. Gefunden. Entschuldigung, ich habe irgendwie ein bisschen trockenen Hals. I have been to other worlds. I know all about the things you've done. I just don't understand why. Someone had to safeguard the light from the demon I unleashed. You must know about the boy by now, the one in the mask. His name is Vanitas, a creature of pure darkness, one of my making. Vanitas? Are you telling me he came from you? He came from Ventus.
Ventus? Yes. Vanitas is the darkness that was inside your friend. It was an accident. While training with me, Ventus succumbed to darkness, and there was but one way to save him. Strip that part of him away, and thus Vanitas was made. In the process, I damaged Ventus' heart in the most horrific way. So, I did what I felt was right and left him with Ericus. I knew the boy could not stay with me, the man who did him such grievous harm. Heuchler. Master Xehanort. Ventus has gotten a lot better since then. You shouldn't blame yourself for trying to save him. Well, thank you, lad. You know how to put an old man's heart at ease. So that's what it was. Hmm? Is he okay? I'll go see. I'm Terra. What's your name? Ventus. Ooh. You can talk. Aqua, come here! Hi, I'm Aqua. So, are you here to train with us? Where are you from? Who is that man with you? You good with a keyblade? Whoa! What's the matter? Are you okay? What did you do? Nothing! I just asked him some stuff. Ventus cannot tell you anything. Because he cannot remember anything. Kennen wir doch eh vorher von einem ihm sehr ähnlich aussehenden anderen Jungen. Master, why is Vanita still free? Ah, yes. Well, I did my best to contain him the moment he emerged, but... He managed to escape. Hmm. Vanitas uses the Keyblade to sow seeds of darkness. And now you see the world's team with his ghastly underlings. The Unversed. He has no control over the darkness in his heart. The Keyblade is not his to bear. He's an abomination beyond hope of salvation. Lend me your strength, Terra. Right this wrong that I have wrought. But I have no idea where to find him. What I can tell you about Vanitas amounts to this. His darkness is drawn to the light which he seeks to disrupt, and then destroy. It stands to reason that he will strike next in the City of Light, Radiant Garden. Don't worry, Master. I'll take care of Vanitas. War das gerade eine Art Prophezeiung? Und da ist Radiant Garden.
naja, da jetzt relativ wenig spektakuläres gefallen wurde, will ich das in der Session auch noch zumindest anfangen.